willkommen zu einer weiteren Folge LS19 meets Reality Real Farming. So, also der Hans-Peter wird, glaube ich, in den nächsten Wochen verhaftet sein. Was der sich jetzt geleistet hat, das geht auch wieder auf keine Kuhhaut. Und der Sepp hat mir eine Sprachnachricht da gelassen, dass er jetzt nicht mehr da ist. Deshalb werde ich mal gerade beim Lohnunternehmen nachhaken, was sie mit meinem Getreide gemacht haben. Ah, da kommt der Neumann gerade. Perfekt. Hallo, Herr Neumann. Hallo, Herr Bruder. So, ich wollte gerade mal nachfragen, was mit meinem Getreide ist. Ob sie das gekriegt haben, den Raps. Ja, das ist alles da. Ich habe mir auch die genaue Summe aufgeschrieben. Wie viel wollen Sie denn eigentlich pro 1000 Liter? Ja, was ist denn Ihr Listenpreis? Moment. Und wie viel Raps haben wir denn überhaupt? Ich glaube, waren so um die 10.000. Um genau zu 11.000. 11.000. 158 Liter waren es. Okay. Ja, Moment. Ich gucke gerade in meinen Unterlagen. Das war Raps, ne? Jawohl. In meinen Unterlagen habe ich stehen 1300 pro 1000 Liter. Was? Das waren 1300 pro Liter. Pro 1000 Liter. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Wieso? Weil der Hafen Süd mir ein Angebot geschickt hat über 2300. Warte. Raps, raps, raps. Ach so, ja. Das war nur. Also meinetwegen. Das ist nur Linie. Das ist nur die Richtlinie. Die richtigen Preise ändern sich ja jede Stunde, jeden Tag. Da würde ich. Vielleicht sind sie noch auf den alten Preisen, könnte ich mir vorstellen. Dann könnte ich Ihnen pro 1000 Liter 2400 machen. Wir können auch 2300 machen. Ich komme Ihnen da ein bisschen entgegen, das passt schon. Okay, 2300. Ja, 2300 passt. Gut. Was haben Sie eigentlich, was kriegen Sie eigentlich fürs den Pflanzenschutz auf meinem Feld? Das haben wir noch nicht gemacht, aber das würde ich Ihnen einfach abrechnen. Vom, was Sie bekommen. Moment, ich gehe mal kurz was gucken. Wurde noch nicht gemacht. Also wird. Nee, dann bezahle ich Ihnen erstmal den kompletten Betrag. Und dann müssen Sie halt nur das bezahlen. Wie bitte? Was? Sie müssten einfach nur. Also ich bezahle Ihnen einen kompletten Preis. Mhm. Und Sie müssen dann nur das bezahlen, wenn das Feld fertig ist. Ich habe nur ein bisschen Zeitdruck, weil es könnte sein, dass in den nächsten Tagen das zu spät sein wird. Ja, ich kümmere mich sofort drum. Okay, andernfalls könnte ich das auch selbst machen. Dann müssten Sie mir gar nichts zahlen. Achso, dann müsste ich ja Ihnen was zahlen. Okay, ich auch machen. Bräuchte aber auch noch eine Sämaschine. Ich müsste mein anderes Feld wieder ansäen. Beziehungsweise, Moment, ich muss mal gucken, ob das ich das erst pflügen muss. Ne, kalken muss ich das. Haben Sie Kalk da? Kalk ist da. Jo, was kostet denn da die Tonne? Moment. Pro
Pro 2000 Liter habe ich hier 700 stehen. Okay, das scheint in Ordnung. Haben Sie einen Kalkstreuer? Ja, steht in der Halle. Okay, dann würde ich mein Feld kalken. Jo. Und wenn Sie Zeit haben, den Pflanzenschutz aufzutragen, wäre es supi. Ja, da kümmere ich mich gleich. Gut, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Alter, der ist auch ein bisschen langsam. Kalkstreuer, hat er gesagt, steht hier irgendwo. Hier steht aber kein Kalkstreuer. Oder bin ich blind? Nee, hier steht nichts mit Kalk. Steht auch kein Kalkstreuer. Da steht nichts. Der sagt, es steht in der Halle. Was labern die alle? Gibt's ja nicht. Ja. Servus, Harry. Hallo. Ist ja Neumann schon wieder hin. Hier rein. Ah. Hier rein, genau. Da höre ich doch jemanden. Kommt gleich die nächste Ladung. Jo. Aha. Oh, das riecht gut. Silage. Neumann. Ja. Wo ist denn dein Kalkstreuer? Habe ich keinen? Ich habe keinen gefunden. Das wäre mir jetzt aber neu, dass ich keinen hab. Volker! Schalte irgendein. Jo. Volker, du, hat dein Traktor auch irgendwas abbekommen vom Hans-Peter? Nee, nee, nee. Bei mir ist er zum Glück drumherum gefahren. Ach, das ist ja gut. Wir Jo. haben ja vier Autos, die er bezahlen muss. Also Ei. vier Fahrzeuge. Mit darunter ist die 1050 und der hat einen Totalschaden mit Sicherheit. Na, dann kannst du ihn wegkloppen. Ja, der hat vorne die Achse komplett kaputt. Und natürlich bleibt ein Reifen, muss er natürlich auch einen neuen zahlen. Alleine der Reifen kostet ja schon 1500. Na, wenn das reicht. Ja. Verona? Gut, ich muss mal mit dem Neumann hier noch was klären. Ciao. Jo, ciao. Jo, bitte. Ich überweise Ihnen jetzt erstmal das Geld, Okay. was Sie bekommen. Jo, das ist cool. Da. Ja. So. Kalk. Eigentlich hatte ich einen. Ich glaube, der wurde mir geklaut. Ist schlecht. Habe ich die Schlüssel stehen lassen? Wecken lassen. Vielleicht schreiben Sie mal in den Anzeiger, ob denn jemand gefunden hat. Jo. Gut. Ja, schade. Dann würde ich mir, glaube ich, Ihre Sämaschine mal kurz leihen. Volker. Ja, die müsste aber noch befüllt werden. Und dafür haben sie noch nichts. Leider noch nicht. Aber Ja, muss ich damit noch ein bisschen warten. Ist ja, kein stimmt, Problem. der Händler ist ja auch nicht zur Zeit. Nee, der ist nicht erreichbar. Ja, das ist blöd. Naja. Ja, so ist halt. Ja, ist kein Problem. Passt schon. Da habe ich mal ein bisschen Ruhe heute. Sonntag soll man sowieso nicht so viel arbeiten. Das stimmt. Ja, Jürgen, was los? Bei dir geht jetzt noch mal kurz Geld ab. Und wollte ich jetzt noch mal fragen. Weiß ich nicht. Irgendwie. Oh, das nimmt mich hier gerade alles mit, ey. Wollte ich irgendwas Wichtiges fragen? Vielleicht fällt mir die Tafel ein. Jo, Ach so, nee. Du, dürfen wir jetzt
Gerade selber übers Internet bestellen oder? Oh, keine Ahnung. Wir bräuchten ein was Teil denn hier, dringend. Was ist denn hier passiert? Konntest du da nichts machen? Nee, da konnte ich leider nichts tun dran. Ah, schade. Ich geh nochmal drüber, aber. Okay. Ah, die rechte Seite, die kannst du ja auch lassen. Ja? Boah, sieht gut aus, das Blumenwieschen. So, ich guck mal gerade, ob du da sauber gearbeitet hast. Aber sieht pieke aus. Ja, perfekt. Sehr gut, sehr gut. Subi, was kriegst du denn dafür? Hast du. Wo bist du denn schon zusammen wieder hingerannt? Ich bin hier unten. Gut, passt. Also wir bräuchten halt nur einen Gabelstapler, der gerade für Fahrzeuge zu beladen und den dann hoch zum Bauhof zu bringen. Ja, wie, was? Ein Gabelstapler. Könnten wir den über Internet ordern? Ach so. Gerade. Ich denke schon. Okay. Muss halt die Mehrwert und. Achso, ne. Doch, die Mehrwertsteuer muss halt. Ach ne, die brauchst du nicht. Ja, ich denke schon. Okay, merci. Gut, bitte. Tschüss. Ciao. So, ich muss mal gerade gucken hier. Oh, das ja. Das Feld hier ist nicht so. Gucken. Ah, da kommt er. Hallo, Herr Neumann. Hallo. Fangen Sie einfach auf der Seite an. Auf der anderen Seite, wo die Straße ist. Und ich habe noch einen falschen Traktor. Ich brauche Pflegebereifung dafür. Das wäre sinnvoll, ja. Bin gleich wieder da. Ja, hoffentlich. Wenn er noch ein bisschen trödelt, dann ist es zu spät. Nichts zu tun den ganzen Tag und trotzdem keine Zeit haben. Da muss man ein gescheiter Chef hin beim Lohnunternehmen. Käffchen wäre jetzt schon. Das erste Mal, glaube ich, dass ich nichts zu tun habe heute. Oh. Neumann! Ach, stinkt's. Ja. Könnten Sie sich aufschreiben, dass das jetzt der zweite war? Ja, aber wie viel laden Sie denn rein? 62.000. Zweimal 62.000. Kommt doch mehr. Nee, insgesamt haben Sie erst 84.000 reingemacht. Wie? 42.000 bringen Sie mit einmal mit. 62. Muss bestimmt erst laden. Ja. Nee, ich glaube nicht. Ach, bei der nächsten Ladung, da lasse ich Sie kurz reinhüpfen, dann können Sie sich. Ja. Okay. Neumann. Ja. Ihr habt keine Zeit, macht das Feld fertig. Ja, ich werde die ganze Zeit aufgehalten. Ja, fahr weg und mach dein Tor zu, dann kann dich keiner aufhalten. Geht leider nicht, geht um mein Geschäft. Naja, ich bringe mal meinen Traktor hoch zum Sepp und dann gucken wir mal weiter. Hey. Also wenn der Landhandel pleite geht, dann weiß ich warum. Schafft einfach keiner was.
Schauen wir mal. Oh, der hat aber hier. Ordentlich gearbeitet, muss man echt sagen. Okay. Sieht ein bisschen aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Aber naja. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming Alice 19 meets Reality. Oder gestern bei den anderen Folgen um 16 Uhr immer. Oder in der Playlist. Und auch gerne bei dem Jürgen Racex, Dark Racex YouTube. Oder dem Harry Hofer Blackbeast 86. Haut rein, macht's gut. Ciao.